Willkommen zum Review des Noco Urban, einem E-Bike so schlank, dass man ihm seine elektrische Unterstützung gar nicht ansieht und so schnell, dass man vergisst, auf einem E-Bike zu sitzen. Das mag jetzt alles noch verwirrend klingen, aber wir klären das und zwar gleich nach dem Intro. Los geht's! Und mit dem Noco Urban haben wir hier zunächst einmal ein bildschönes E-Bike aus Italien. Das wird hier auch gleich noch mit drauf gedruckt. Rahmenfertigung in Italien. Darauf ist man stolz und das sieht man ihm auch an. Modebewusst, richtig schlanke Linien, schlanke Streben und absolut sportlich und puristisch würde ich den Look beschreiben. Die Farbe in Grün ist auch sehr interessant und alles wirkt sehr schön und hochwertig verarbeitet. Der Hersteller setzt hier sehr bedacht sein ohnehin schon puristisches Logo ein. Man protzt nicht, trägt nicht dick auf, sondern geht die Sache wirklich fast schon undercover an. Neben dem schlanken und sehr klaren Rahmendesign mag ich auch, wie man sich um die Kabel gekümmert hat. Wenn das Vogelwild ist, kann das schon mal das Gesamtbild zerstören, aber hier werden die relativ schnell über den Vorbau und in den Rahmen geleitet. Selbst die Bremsschläuche verschwinden da direkt und das ist einfach sehr gut gelöst. Dabei hört man da auch nichts klackern im Rahmen, weder von den Kabeln noch von der Kette oder sonst woher. Das Noco ist ein unglaublich leises Bike und das trägt auch noch einmal zu dem Gefühl bei, hier wirklich was Hochwertiges unter dem Hintern zu haben. Dieses Gefühl kommt auch durch das schicke Welcome-Kit mitsamt Pedalfett, externer Beleuchtung, Werkzeug und so weiter. Es ist auch super schnell zusammengebaut, kommt bis auf die Pedale und den umgedrehten Lenker nahezu fertig und kann dann auch direkt gefahren werden. Zumindest sofern der Akku aufgeladen wurde. Der ist fest integriert und befindet sich hier im Unterrohr. Integriert, klar, um die schlanke Linienführung zu ermöglichen. Aufgeladen wird er dann hier unten unter dieser wetterfesten Gummiabdeckung. Er fasst 250 Wattstunden. Das klingt jetzt ja nicht weiter beachtet. Er ermöglicht aber trotzdem Reichweiten von ja irgendwo zwischen 80 und 100 Kilometern. Das liegt zum einen an dem Motor, zu dem wir gleich noch kommen, zum anderen aber auch an dem Gewicht. Mit nur 14,2 Kilo ist das Noco sehr leicht. Es kann sogar noch mal 400 Gramm abspecken, wenn man sich für die Carbonfelgen entscheidet. Das macht es praktisch, das Rad zum Strom zu bekommen, auch wenn das eine Treppe beinhaltet. Das schont den Akkuverbrauch und das trägt einfach zu einem sehr sportlichen, direkten Fahrgefühl bei, auf das ich später natürlich aber auch noch etwas detaillierter eingehen werde. Und wenn man sich das Rad so anschaut, dann wird man sich fragen, für was braucht man hier einen Akku und wo ist der überhaupt? Zweite Frage haben wir schon besprochen. Unterrohr wirklich gut integriert. Der hat Markenzellen von Samsung und reicht wirklich für diese Art von Bike. Wie gesagt, Reichweite haben wir damit mehr als genug für ein Urban E-Bike. Und wem das nicht reicht, der kann hier, man sieht schon die Vorbereitungen dafür, nicht nur eine Wasserflasche, sondern auch einen wie eine Wasserflasche geformten Range Extender dazu kaufen und montieren. Der hat dann sogar auch nochmal 250 Wattstunden verdoppelt, also die Reichweite auf dann 160 bis 200 Kilometer und da kann dann auch keiner mehr meckern. Aber wo war ich? Die erste Frage ist noch offen. Wofür überhaupt ein Akku? Denn wie ein E-Bike sieht das Noco Urban ja gar nicht aus. Der Grund dafür einmal der versteckte Akku, dann haben wir kein Display, da komme ich gleich nochmal dazu, wie das gelöst wurde. Und der Motor versteckt sich auch sehr, sehr gekonnt hinten in der Hinterradnabe. Der kommt von FSA, der Name steht für Full Speed Ahead, also volle Kraft voraus und so viel schon mal vorweg. Der Name ist Programm. Mit seinen 250 Watt Leistung und einem Drehmoment von 43 Newtonmeter geht der ganz schön ab und dabei scheut er auch keine steileren Anstiege. Gepaart mit der Schaltung, zu der wir gleich noch kommen, meistert man damit wirklich mühelos nahezu jeden Berg, zumindest die, die ich hier in Fahrweite hatte, aber die sind schon recht steil. Das Schöne hier an dem Motor ist auch, dass er mit einem Drehmomentsensor arbeitet. Das heißt für euch, ihr werdet auf dem Niveau unterstützt, auf dem ihr auch Kraft in die Pedale bringt. Pedaliert ihr ganz leicht und vorsichtig, unterstützt den Motor kaum. Und auf der anderen Seite drückt er nochmal wahnsinnig kräftig von hinten, wenn ihr dann den Druck auf die Pedale erhöht. Das kommt, wenn ihr so langsam unterwegs seid und dann Schub wollt, richtig hinten raus, ein kräftiger Kick, wenn ihr den dann wollt. Und wenn ihr den nicht wollt, das ist auch sehr gut gelöst. Das Anfahrverhalten ist komplett geschmeidig. Es gibt keinen Ruck, der euch nach vorne stößt. Also das ist schon sehr fein abgestimmt. Und das ist auch das Schöne, wenn ihr den nicht wollt, dann fahrt ihr wirklich ganz entspannt. Der gestaltet sich auch nicht ganz so brachial, wenn ihr in einer niedrigen Stufe unterwegs seid. Also ist wirklich sehr gut gelöst. Die Unterstützungsstufe an sich, die steuert ihr durch diesen kleinen Knopf hier am Oberrohr. Ist ein bisschen wie bei dem Malesystem. Der Knopf färbt sich je nach Stufenauswahl. Insgesamt habt ihr da die Wahl aus 5 verschiedenen Unterstützungsstufen und die haben auch alle eine eigene Farbe, damit ihr auch ohne Display wisst, wo ihr gerade unterwegs seid. Auf der anderen Seite wird aber auch noch der Akkustand durch ein Blinken angezeigt. Etwa grün, wenn ihr 75 bis 100% habt oder rot bei unter 25% Ladung. Den Akku, das habe ich schon erwähnt, den kann man nicht entnehmen. Er lässt sich
aber vom Service entnehmen, sollte der mal hinüber sein, können die den austauschen und ihr habt wieder frische Zellen. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Und wenn man dann mal in Fahrt ist, dann fährt sich das Noko ultra schnell und ultra wendig und sportlich. Das ist wirklich so flott auf 25. Mir ist das am Anfang passiert, dass ich dachte, warum setzt der Motor denn aus und wo ist dieser geniale Schub hin? Aber da war ich dann einfach schon schneller als 25. Dadurch, dass man kein Display hat, kann man da schon mal durcheinander kommen und ihr könnt das Noko locker noch über die 30 treten, ohne dass man sich da jetzt über die Maße für anstrengen müsste. Das ermöglicht auch die verbaute SRAM-Schaltung. Das Modell hier hat eine Kette. Noko hat auch andere Modelle mit Riemen. Dafür habt ihr hier den Vorteil, dass es eben kein Single-Speed ist. Das ist die neue Apex 11-Gang-Schaltung, die unglaublich präzise und schnell schalten lässt. Das ist schon haptisch, auch am Schalthebel ganz was Feines und bringt vor allem nochmal viel Flexibilität und Varianz hier in die ganze Sache. Und das macht wirklich großen Spaß. Vor allem wechselt das sehr präzise mit einem mechanischen Klacken den Gang, ohne sonst auch irgendwie zu klappern oder zu rattern. Man hört nichts von der Kette. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Das Bike ist also schnell, es ist bergtauglich, es ist leise. Der Motor ist manchmal zu hören, das muss man fairerweise sagen. Und es ist unglaublich wendig. Das passt ja auch zu dem sportlichen Charakter insgesamt. Der Lenker ist sehr gerade, aber nicht zu schmal. Damit hat man dann wirklich noch jederzeit gute Kontrolle und schafft es aber auch, sich in der Stadt um enge Kurven und an Hindernissen vorbeizuschlängeln. Auch das macht großen Spaß. Das Noko ist einfach wirklich sportlich, super hochwertig und bringt dadurch auch Fahrspaß. Der Lenker hier in Flat lässt sich alternativ auch noch gegen einen Riser austauschen. Der ist dem Fahrer dann noch so ein bisschen zugewandter und bringt noch mal ein bisschen mehr Komfort mit. Hochwertig ist das Bike auch, weil hier einfach tolle Komponenten verbaut sind. Wie gesagt, Drehmomentsensor, die SRAM-Schaltung, der FSA-Motor und auch die Bremsen geben sich keinerlei Blöße. Auch hier bei den Bremsen, die wurden von SRAM beigesteuert. Das sind 160er hydraulische Scheibenbremsen und die sind wirklich auf den Punkt da, wenn man sie braucht. Das ist beim Fahren, ich sagte es ja, schnell und wendig in der Stadt, nicht nur da, ja auch toll und super wichtig. Und da ist es gut, dass man sich hier so richtig drauf verlassen kann. Wirklich, also da kann man nicht meckern, die Bremsen sind mega gut. Und bei den Komponenten und dem Premium-Feel, den dieses E-Bike hier ausstrahlt, reiht sich auch der Sattel ein. Es ist ein Prologo-Modell, das auch sehr sportlich daherkommt, trotzdem noch eine gute Polsterung und eine Portion Komfort mitbringt. Die Vision-Wheels-Felgen, da muss man eigentlich fast gar nichts mehr zu sagen. Super Bauteil hier aus Aluminium, wie gesagt, gibt es auch nochmal in Carbon. Absolut hochwertig, einen Ständer gibt es auch noch dazu, ist bei solchen Stealth-Bikes ja auch nicht der Regelfall, von daher sollte man das auch noch kurz zumindest erwähnt haben, sowie auch die Option, dem Bike optional auch noch einen Gepäckträger zu verpassen, um das Commuten noch einmal praktischer zu machen. Und wo wir gerade hier munter am Personalisieren und am Konfigurieren sind, neben diesem glänzenden Grün hier gibt es das Rad auch noch in Schwarz, ganz klassisch, oder wer es auffälliger mag, in Orange, Rot sowie in Blau erhältlich. Außerdem gibt es das in drei Größen, S, M und L, und das vereint dann Fahrerinnen und Fahrer mit Körpergrößen zwischen so etwa 1,60 Meter und 2,10 Meter. Ich glaube, bei mir hätte es noch eine Größe größer getan. Das hier ist die M-Version. Aber auf der Homepage gibt es auch einen Größenrechner, der euch da zur Hilfe kommt. Und wenn wir schon bei den Eigenschaften der Fahrerinnen und Fahrer sind, die dürfen maximal 120 Kilo wiegen, beziehungsweise 120 Kilo inklusive der Zuladung wie etwa einem Rucksack oder eben der Tasche an dem optionalen Gepäckträger. So, jetzt noch ein interessanter Punkt zum Schluss, der Preis. Der liegt bei 2.999 Euro, um ganz genau zu sein, und damit spiegelt auch der das Gesamtbild dieses Bikes wieder Premium. Aber nicht in den Sphären, wo ich sagen würde, das ist zu teuer. Klar geht es mittlerweile auch günstiger, aber mit dieser Ausstattung und Made in Italy, wie man das auf dem Rahmen auch stolz zeigt, ist das wohl in Ordnung so. Vielleicht noch ganz interessant für euch, unter dem Namen Noko Live gibt es auch noch ein E-Bike mit abgesenktem Einstieg. Auch das ist ähnlich ausgestattet und kostet genauso viel. Aber jetzt seid ihr dran. Was haltet ihr von dem Teil? Für mich ist es ein sportlicher Purist für Ästheten und wirklich die klassischen Fahrradliebhaber und Enthusiasten. Und das Terrain liegt hier ganz klar in der Stadt. Leicht und wendig, schnell und schick und erst auf den zweiten Blick als E-Bike zu erkennen. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann rein damit in die Kommentare. Gebt dem Video ein Like und meinem Kanal ein Abo. Das würde mich sehr freuen. Und damit bedanke ich mich bei dir fürs Zuschauen hier bis zum Ende, verabschiede mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.